Was geschah in den letzten Folgen bei LAX? Zwei Jungs aus Deutschland und zwei aus Amerika. Aus vier talentierten jungen Musikern hat sich in den letzten Monaten eine neue Bandsensation entwickelt. The Black Pony. Die letzten drei Monate hier in L.A. gingen super schnell um. Es war eigentlich viel besser, als ich mir jetzt selber so ausgemalt habe eigentlich. Also es war einfach, wir sind als Band einfach wirklich so stark geworden. Wir sind wirklich ein Team, kann man sagen. Die letzten Monate hat man wirklich so viel erlebt, so viel gelernt, so viel mitbekommen, so viel Neues erkundet. Einfach alles ist neu geworden und das ist echt ein unglaubliches Gefühl. Am Anfang hatten wir, glaube ich, alle Angst, dass wir nicht gut miteinander arbeiten können oder dass unsere Musikstile nicht zusammenpassen oder dass wir uns menschlich nicht verstehen. Ein Rückblick. Kevin und Eugen aus Berlin haben den Sprung über den großen Teich gewagt und wollen mit ihren neuen Bandkollegen durchstarten. Also als wir in L.A. angekommen sind, waren wir erstmal so wow. Das ist ein unglaubliches Gefühl einfach, weil es ist wirklich so, wie als würde ein Kindheitstraum wahr werden. Von den einen auf den anderen Tag ist man, ja, sag ich mal, in L.A., in der Stadt der Engel. Wir konnten es kaum erwarten, die anderen Jungs von der Band wirklich kennenzulernen. Wir hatten ja auch Angst, sag ich mal, dass wir gar nicht zueinander passen oder so, auch vom Äußerlichen, vom Schülerischen, vom Charakterlichen. I didn't know what to expect. Ich wusste nicht, was uns erwartet. Ich kenne überhaupt niemanden aus Deutschland. Und ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich ja nicht wusste, wie gut sie spielen können. Ich auch, ey. Oh, bitte habt was drauf. Oh, Mann. Oh, Mann. Hi. Hey, super. Als erstes dachte ich, Mann, sind die gestylt. Bitte, bitte, seid gut. Und dann Finger an. Und dann dachte ich, ja, cool. Bei einem ihrer ersten Auftritte werden die Jungs von zwei Profis entdeckt. Michael Johnson und Lukas Hilbert. Michael war mit seiner Band Natural selbst vor Jahren ein gefeierter Popstar. Lukas ist einer der erfolgreichsten Musiker und Produzenten Deutschlands. Er lebt und arbeitet seit geraumer Zeit in L.A. Ja, also, dass wir dann so schnell entdeckt wurden von Michael, das hat mich natürlich total erstaunt. Ich meine, wir haben unser Ding gemacht und ja, ging einfach so und dann hatten wir schon irgendwie jemanden, der uns dabei geholfen hat und uns geil fand und das war mega. Die ersten Wochen waren für die vier Jungs voller Überraschungen, aber auch voller Enttäuschungen und Angst vor der Zukunft. Ich hatte vorher schon ein bisschen Angst, dass man sich halt irgendwie verändert und dass man halt vielleicht irgendwie, ja, keine Ahnung, einfach nicht mehr der ist, der man wirklich ist und so. Glaubst du nicht, dass wir uns hier sehr verändern werden und das bestimmt für die anderen nicht mehr normal ist, dass wir ganz andere Menschen werden durch die Erfahrungen, die wir hier sammeln? Verändern werden wir uns auf jeden Fall, aber ich denke im positiven Bereich. Wenn die Leute, die hinter uns stehen, uns auch auf dem Boden halten, dann werden wir uns wirklich nur im Positiven verändern. Amen. Ja. Ich meine, schau dir den Blick an. L.A. präsentiert sich den Jungs von seiner besten Seite und lässt sie ihr Heimweh schnell vergessen. Brian, Kevin, Eugen und Trevor machen auch den Strand zu ihrer Bühne. Ja, auf Surfen habe ich mich natürlich schon von Anfang an total gefreut, weil, ich meine, man kennt das ja aus dem Fernsehen und weil ich auch Skateboard fahre, habe ich mir gedacht, boah, Surfen, das musst du unbedingt irgendwann mal machen. Wir haben uns einen Spaß draus gemacht, wer besser ist und so. Wir haben ein bisschen Quatsch gemacht. Es macht Spaß, den deutschen Jungs zuzusehen. Sie surfen zum ersten Mal und es ist cool, wie sie sich freuen und total ausflippen. Ich lebe hier in Orange County. Ich kann immer surfen gehen. Also L.A. ist wirklich besonders. Ich meine, die ganze Atmosphäre ist total anders. Klar, es ist Wasser, Sand und Luft, aber es ist ein ganz anderes, ganz anderes Feeling. Und es war auch wirklich total geil. Und man muss auch sagen, die Mädchen sind echt hübsch. Die beiden deutschen Jungs, Kevin und Eugen, sind von den kalifornischen Girls besonders angetan. Vor allem Kevin ist da recht offen und kontaktfreudig. Ja, als wir dann Sushi essen waren, waren wir nicht lange alleine. Können wir uns zu euch setzen? Der Tisch da ist voll dreckig. Weil, ja, da kamen dann irgendwie erstmal so zwei, na, Mädchen würde ich jetzt nicht sagen, das waren schon so ein paar, ja,
Frauen. Eine Masche gibt es nicht wirklich. Also das Einzige, worauf ich immer achte, ist, habe ich jetzt mit dem Mädchen Augenkontakt oder ist da so eine unsichtbare Linie? Wie heißt du? I'm Sarah. Oh, hallo Sarah, ich bin Kevin. Amanda. Und ich Kevin. Die waren aber auf jeden Fall ganz süß. So eine Rockerboard und so, war ja schon ziemlich mein Geschmack und so, fand ich ganz cool. Wir würden euch gern wiedersehen. Gebt ihr uns eure Telefonnummern? Ja. Ja, Kevin ist so, wenn es um Mädchen anmachen geht, ja so eher so der direkte Typ, würde ich sagen. Also nach drei Sätzen kommt man ja schon so auf die Telefonnummer. Bei Kevin geht das gleich immer so. Hey, krieg ich deine Telefonnummer? Hey, krieg ich deine Telefonnummer? Du sag mal, also wir treffen ja nicht so viele deutsche Leute hier. Kannst du vielleicht deine Nummer geben? Dann kannst du mal treffen. Klar. Freut mich. Ryan, iPhone. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall um einiges schüchterner als Kevin. Ich gehe nicht sofort auf die Mädels zu. Kevin, can't talk. Die Blonde ist mal richtig dein Ding, oder? Also die wird genau dein Ding, oder? Ja, also Typ Mädchen, also gefällt mir auf jeden Fall am besten blonde Mädchen. Also ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so. Mit ihrem Charme und ihrer Musik kommen die Jungs von The Black Pony bei den Mädels in L.A. gut an. Dazu bieten sich ja auch oft genug irgendwelche Gelegenheiten. Schön, dass du hier bist. Dann komm mal mit. Ich habe da keine speziellen Anmachsprüche wie, du bist dein Vater ein Dieb. Hat er die Sterne vom Himmel geklaut und in deine Augen gepackt? Also sowas mache ich nicht, aber es gab schon von alleine bis jetzt eigentlich immer. Ich schneide gern Haare und hier trifft man ja auch nette Jungs. Ist also ganz cool. Kommst du zu unserem nächsten Auftritt? Du hast es versprochen. Auf jeden Fall. Cool. Na klar. Ja, ich denke mal, treffe ich bestimmt demnächst mal bald wieder. Aber auch ohne weibliche Begleitung haben die Jungs von The Black Pony eine Menge Spaß unter der Sonne Kaliforniens. Also wer wirklich den meisten Mist macht so in der Band, so die schrägsten Ideen hat, ist jetzt Trevor, würde ich sagen. Wenn es um Blödsinn geht, redet Trevor am meisten Blödsinn und Eugen macht den meisten Blödsinn. So ist das. Aber natürlich sind die Jungs nicht nur zum Vergnügen in Los Angeles. Jeden Tag verbringen sie mehrere Stunden in ihrem Proberaum. Und wie sich herausstellt, ist Eugen sogar ein sehr gefühlvoller Songwriter. Meinst du, das ist ein Song für die Band? Ja, ich glaube schon. Er geht über deine Ex-Freundin, oder? Ja. Schön. Ja, auch nicht direkt. Sondern? No, just. Es geht halt um meine Gefühle. Nein, lass mal hören. Das stört. Nervös? Ja, guck mal, wie ich zittere. Eugen versucht ja immer nach außen in der Härte zu sein, also sieht man ja auch. Aber wirklich in diesem Moment war er einfach ganz bescheiden, weil er wirklich hat er seine gefühlsmäßige Seite gezeigt. Never saw I met you. I can't forget it. You have. Ich denke, Eugen versteckt sich manchmal. Er versucht immer total cool zu wirken. Seine Haare und Muskeln sind ihm super wichtig. Und als er diesen Song gespielt hat, konnte man plötzlich erkennen, dass er wohl auch schon mal echten Liebeskummer hatte. Es war schön, auch mal einen anderen Eugen zu sehen. Es war halt so, ich war damals halt einfach übelst verliebt in dieses Mädchen einfach. Und ich weiß ja nur noch, dass ich zu Hause saß und mir halt einfach diese Gefühle. Und mir sind dann halt einfach mir viele Worte eingefallen und habe ich was auf Gitarre gespielt, dazu gesungen. Und ich weiß nicht, das ist der erste Song, wo ich sagen würde, der einfach so rausgekommen ist, ohne wirklich darüber nachzudenken. Das ist einfach entstanden sozusagen. Until you kiss. Also, bis dahin. Weiter. Ja? Echt? Gefällt er euch? Geht's dir denn gut? Ja, klar, ich weine ja nicht. Hallo,
einsteigen. Nach wochenlangen Proben konnten The Black Pony einen Auftritt in L.A. organisieren. Obwohl jeder von ihnen schon auf der Bühne stand, sind alle nervös. Vor dem Gig war ich schon ein bisschen nervös. Ich bin noch nie vorher in L.A. aufgetreten. Auch Michael und Volker sind bei dem Konzert dabei. Ich bin schon oft aufgetreten, aber vor jedem Gig, vor jedem klitzekleinen Gig, habe ich totales Lampenfieber. I get nervous. Alright. Das ist unsere erste Show in Los Angeles. Wir wollen, dass ihr Spaß habt und wir geben uns Mühe. Also dann mal los. Okay. Yeah. Mann, als ich die Drumsticks hörte, wusste ich, jetzt ist Showtime. Nach dem ersten Gig von The Black Pony stehen professionelle Studioaufnahmen mit Lukas Hilbert an. So wichtig für eine Band ist, dass sie auch wirklich vorwärts kommt, ist halt, dass man halt einfach wirklich regelmäßig probt, so oft wie möglich, dass es halt wirklich, dass man vielleicht sogar, dass man irgendwann die Songs halt im Schlaf spielen kann einfach. You can love it or hate it, but you're not gonna change it. Boys are crazy. Der Sound ist richtig gut. Dann merkst du halt, dass es deren Musik ist, dass sie wirklich das verkörpern und ja, wenn die dann ihre Musik hören mit lauten Gitarren, dann ist sofort Party und alles ist wieder geil. Nach den vielen Proben haben sich die Jungs ein paar Tage Auszeit gegönnt. Offensichtlich hat die Band sich zu lange geschont. Natürlich wollen sie Volker davon überzeugen, mit ihnen ein Album aufzunehmen. Doch zunächst fällt Volkers Urteil hart aus. Er findet, die Jungs geben immer noch zu wenig. Also wir spielen halt so und dann sehe ich aus den Augenwinkeln, wie sein Gesicht immer verärgerter wird, immer saurer. Ey, als ich hier abgehauen bin, ne? Da habe ich echt eine hoffnungsvolle, geile, mögliche Popband in meinem Kopf zurückgelassen. Ich komme wieder und ich finde nichts anderes als irgendeine Rockband von 1000 und dazu noch eine schlechte. Echt, ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. Also ich bin ja nur extra hier. Das müsst ihr so nicht spielen. Das erlaube ich euch nie im Leben, den Song so zu spielen. Den verhackt ihr mir nicht. Das ist Schrott, das ist Highschool-Band-Niveau und das macht mich echt sauer. Wenn ich jetzt jeden Einzelnen auseinandernehme und komme mal zu dir, wie war der Einzelne auf der Bühne, dann warst du das schwächste Glied. Und ich will dir auch sagen, warum. Du bewegst dich nicht auf der Bühne, bist wie auf dem Boden festgenagelt, du guckst immer nur mit einem Gesichtsausdruck und du spielst mittelmäßig. Aber das einzige Gefühl, was ich gerade wirklich empfinde, ist Wut. Also richtige Wut und richtiger Hass. Wenn ich sauer bin, dann zu hören, kriegt er erst irgendwie das Schlechteste in der Band. Und ich verstehe ihn da auch total. Ich meine, das ist irgendwie schon irgendwie ein blödes Gefühl, das irgendwie zu hören. Wenn du nicht kritikfähig bist und wenn du nicht das, was ich dir gesagt habe, für dich umsetzen kannst und du musst dann nachts drüber schlafen und begegnest mir so, wie du mir gerade begegnest, dann muss ich sagen, pff, wie soll denn das werden, wenn ich dir später mal sage, irgendwie, du, das finde ich aber jetzt doof von dir. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Man kann ihn den Drillmeister nennen, wirklich, weil er sagt wirklich das, was er denkt. Er sagt das, was ihm nicht gefällt, was gut gefällt ist. Dann am Ende, wenn man wirklich auch mal wirklich Arbeit geleistet hat, kann er auch der liebste Papa-Bär sein. Die Kritik von Volker hat die Jungs nur umso mehr zusammengeschweißt. Neben allen harten Proben können sie auch ganz kumpelmäßig viel Spaß mit Volker haben. Ein toller Tag am Santa Monica Pier soll der Band Power geben. Ich finde gut, dass Volker weiß, was er will und das auch durchzieht. Wenn er gesagt hätte, dass alles toll war, hätten wir uns als Band ja auch nicht weiterentwickelt.
The Black Pony haben schon vieles gemeinsam bewältigt. Auf ein Tief folgt bekanntlich auch wieder ein Hoch. Die Jungs wollen Volker endgültig von der Band überzeugen. Sehr guten Tag. Sag guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hey. Ja, also die letzten Wochen waren schon echt geil so mit der Band. Also sind jetzt alle richtige Freunde geworden. Man hat sich richtig gut kennengelernt und man weiß jetzt auch so die Stärken und die Schwächen und so, was der andere cool findet und nicht cool findet. Und jetzt ist das Ding bloß, dass wir halt als Band jetzt echt versuchen müssen, Volker und Maike irgendwie zu überzeugen, dass wir das Album aufnehmen können, weil das ist echt das, was wir alle unbedingt wollen, was unser großer Traum ist. Und wir haben es jetzt geschafft, eine Einheit zu werden, und jetzt müssen wir als Einheit auch noch Volker und Maike überzeugen. Wir wollen halt euch wirklich nochmal beweisen, dass wir es wirklich wollen und dass wir wirklich kämpfen dafür. Wir wollen den Deal und ja, wir wollen einfach nochmal richtig für dich spielen oder für euch spielen, dass ihr jetzt wirklich mitbekommt. Und ja. Da bin ich mal gespannt. Dann leg los. Okay. Ja, dann los. Also ich bin in allererster Linie nach L.A. zurückgekommen, weil ich extrem gespannt war und bin, was aus The Black Pony geworden ist. Denn ich habe die Band hier zurückgelassen mit einer Entwicklung, die stattgefunden hat, die mir aber nicht ausgereicht hat. Aber irgendwas hat mich an der Band immer noch so interessiert und so heiß gemacht. Deshalb bin ich hier, deshalb bin ich aufgeregt, deshalb bin ich natürlich sehr gespannt. Okay, Volker, du willst was sehen, also fangen wir mal an. Ja, gut. Die Jungs haben sich vorgenommen, alles zu geben. Sie wissen, es ist ihre letzte Chance, Volker zu überzeugen. Sie haben hart gearbeitet und glauben daran, dass sie es schaffen. Ich konnte jetzt auch nicht erkennen an seinem Gesichtsausdruck, ob er jetzt fröhlich oder traurig ist, weil ich meine, vorher kann übelst hart sein und wenn er nett guckt, kann er auch trotzdem übelst sauer sein und deswegen hatte ich schon so ein bisschen Angst. So, Guys. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das Einzige, was ihr erreicht habt letztendlich, und das tut mir halt echt leid. Ist, dass ihr keinen Sommer mehr haben werdet. Weil ihr mit nach Europa geht, da ist Winter, da ist kalt, da ist freezing. You made it. Klasse. Ja, einfach so geil. Jetzt können wir endlich nach Deutschland und jetzt geht's richtig ab und ja, wir haben es geschafft. Super geil. Ja, das ist das geilste Gefühl überhaupt, Mann. Volker hat uns gesagt, wir sind jetzt rüber und jetzt geht's richtig los, Mann. Die Reise nach Deutschland ist nicht die einzige Überraschung, die Volker für die Jungs hat. The Black Pony drehen ein Video zu ihrem Song Boys Are Crazy. Also das erste Musikvideo zu drehen war eine wirklich total geile Erfahrung, vor allem weil wir hatten echt alles. Wir hatten Auto, wir hatten hübsche Mädchen. Wir haben wirklich Gas gegeben. Das heißt, die Band kommt mit nach Deutschland, die Band geht auf Tour, die Band kommt ins Fernsehen, mit der Band nehme ich ein Album auf. Ich versuche mit dieser Band auf jeden Fall erfolgreich zu sein. Ich betrachte mich jetzt als Teil der Band. Volker schenkt uns so viel Vertrauen und wir müssen es ihm zurückzahlen. Also wir wollen echt gute Arbeit leisten, zeigen, ey, wir haben es drauf. Yeah.
Nach dem aufregenden Videodreh bleibt es für die Band weiterhin spannend. Als nächstes ist ihre Reise nach Deutschland geplant. Dort sollen sie auch ein paar Gigs spielen. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir nach Deutschland reisen. Das ist wie ein Traum. Wir haben so hart gearbeitet und es hat sich echt gelohnt. Ich freue mich total auf Deutschland. Das ist ein mega Abenteuer. Ist doch witzig, jetzt sind Kevin und Eugen in ihrer Heimat. Und für Ryan und mich ist alles super neu. Ich meine, ey, war schon eine echt geile Zeit. Ich meine, die Band ist zusammengewachsen. Wir sind jetzt ein Team und können wirklich richtig gut zusammenspielen. Man hat neue Freunde gewonnen. Klar mussten wir uns von unseren Freunden und Familien trennen, aber in der Band haben wir auch neue Freunde gefunden und das ist viel wert. Volker hat uns dann noch erzählt, unser allererster Auftritt, ich werde es kaum glauben und kaum sagen, aber der wird bei The Dome sein. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so nervös. Deutschland, hier kommt The Black Pony. Nächste Woche bei LAX. The Black Pony endlich in Deutschland und ihr großer Auftritt bei The Dome. Woo! The Dome! Ja, Mann!